Den ganzen Vormittag hat es geschneit. Günther steht am Fenster und schaut hinaus. Gerade ist er von einem Spaziergang zurück. Es ist viel Betrieb auf den Straßen. Auch heute, am Heiligen Abend, sind viele Touristen unterwegs. Nun ja, denkt Günther, Skiurlaub zu Weihnachten. Raus aus dem Alltag. Das mag für viele Menschen eine Art sein, das Fest der Liebe zu verbringen. Günthers Gedanken gehen zurück in eine Zeit, in der er Weihnachten im Kreise seiner Familie verbrachte. Da war Weihnachten ein Fest der Liebe und der Freude. Am frühen Nachmittag des Heiligen Abend fuhr die ganze Familie nach Zell am See und besuchte die Eltern bzw. Großeltern. Später, als diese auf dem dortigen Friedhof lagen, setzte man die Tradition fort. Nach dem Besuch an den Gräbern wurde im Gasthof Grenzing Kaffeeol gegessen. Diese Zeiten sind jetzt vorbei. Auch den Gasthof gibt es nicht mehr, seufzt Günther. Inzwischen sind die Kinder in andere Bundesländer gezogen. Seit ein paar Wochen liegt Günthers Frau auf dem Friedhof im Zell am See. Günther schaut noch immer aus dem Fenster. Der Blick wird jedoch von Tränen getrübt. Weihnachten, das Fest der Liebe, denkt er. Und ich bin ganz allein hier. Er muss an seinen Traum in der letzten Nacht denken. Da fuhr er mit dem Dampfzug nach Zell am See. Es war nur ein Traum, aber vielleicht sollte ich in diesem Jahr allein auf den Friedhof fahren. Auch wenn die Erinnerungen heute besonders wehtun werden. Gut, mit dem Dampfzug kann er nicht fahren. Der fährt diesen Winter nicht. Oder sollte er doch lieber ein kleines Schläfchen halten? Während Günther noch überlegt, sieht er ganz hinten am Berg Rauch aufsteigen. Da muss was passiert sein, denkt er. Aber dann sieht er die schwarze Dampflok. Sie fährt heute doch. Das ist ein Omen. Schnell schüpft er in seine Stiefel, zieht den Mantel im Laufen über und rennt so schnell er kann zum Bahnhof Piesendorf, der nur wenige Meter von seinem Haus entfernt ist. Es scheint, als würde der Zug auf ihn warten. Im Führerstand meint er, den Harald zu erkennen. Und daneben, da steht doch der Walter. Wieso fahren die zwei heute den Zug und haben nichts davon gesagt? Kopfschüttelnd steigt er ein. Der Zug ist leer. Außer Günther ist kein Mensch im Wagen. Aber Günther denkt nicht darüber nach. Jetzt freut er sich auf den Besuch der Gräber. Am Grab seiner Frau angekommen, ist er total in Gedanken versunken. Es sind friedliche Gedanken. Der erwartete Schmerz über den Verlust der geliebten Frau wird gedämpft durch die liebevollen Bilder, die vor seinen inneren Augen Revue passieren. Ein Geräusch reißt ihn zurück in die Wirklichkeit. Weint da ein Kind? Es hört sich jämmerlich an. Aber nirgends ist ein Mensch zu sehen. Das Wimmern nimmt kein Ende. Günther schaut und schaut, aber er sieht nichts. Er macht ein paar Schritte auf ein frisches Grab zu. Die Kränze sind fast völlig mit Schnee bedeckt, aber das Wimmern wird hier lauter. Und plötzlich sieht er einen schwarzen Fleck im weißen Schnee. Er geht langsam darauf zu. Es ist ein Hund, der hier leise wimmert. Sein Fell ist durchnässt und Eisstückchen kleben darin. Als er sich zu der kleinen Kreatur herabbeugt, schauen ihn zwei Augen traurig an. Günther spricht den Hund ruhig an und nimmt ihn auf den Arm. Total abgemagert ist das Tier. Zitternd schmiegt sich der kleine Mischling an Günther. Weit und breit von dem Besitzer nichts zu sehen. Günther wickelt das frierende Tier in einen Schal. Es mögen 10 Minuten vergangen sein, als ein Mann des Weges kommt. Er spricht Günther an. Oh! Sie dürfen den Hund anfassen? Seit Tagen sehe ich ihn hier am Grab sitzen. Ich gebe ihm etwas Wasser und Fressen, aber anfassen ließ er sich nie. Sein Besitzer scheint hier zu liegen. Günther schaut auf das frierende Häufchen Elend, das sich an ihn kauert. Sein Entschluss steht fest. Er nimmt ihn mit. Die kleinen braunen Knopfaugen schauen ihn dankbar an.
Am Bahnhof in Zell am See scheint der Dampfzug wieder nur auf Günther zu warten. Der Führerstand ist hell erleuchtet. Günther fühlt sich von dem Licht geblendet. Es ist, als würde er in Trance versetzt werden. Es ist später Abend, als Günther auf seiner Couch liegend erwacht. Was für ein schöner Traum, denkt er und lächelt. Warum jammere ich über mein Schicksal? Anderen geht es viel schlechter. Wenn ich an die arme Kreatur auf dem Friedhof denke. Der Hund kann sein Leben nicht selbst in die Hand nehmen. Aber ich? Warum gebe ich meinem Leben keinen neuen Sinn? Aus dem Nachbarhaus erklingt stille Nacht, heilige Nacht. Günther erhebt sich voller Tatendrang. Er will zum Christbaum gehen und die Kerzen entzünden. Dabei stolpert er über ein kleines, schwarzes Wollknäuel, das es sich mitten im Weg bequem gemacht hat. Zwei Augen schauen ihn vertrauensvoll und voller Dankbarkeit an. Still.